Ihr fliegt, ihr wart schuld und ihr schwimmt. Ihr quackt für sie und ihr quackt für dich. Ihr schnattert auch mal nur für sich. Und wenn du ein Liedchen singst, dann schwimmt, dann taucht er und dann plumpst er auch für uns. Plätsche, plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Ihr kommt ein Tröpfchen später, plätsche, plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Ihr kommt ein Tröpfchen später. Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Plätsche, plätsche, Feder, Wasser mag doch jeder, geh schon mal nach Haus. Zurück, Alfred, du musst bei uns bleiben. Die Regenwolken werden uns gleich einholen. Bist du sicher, dass wir heute Abend dort sind? Ich hoffe ja. Hoffentlich gibt es das Haus auf dem Foto noch. Keine Angst, es steht noch. Das weiß ich genau. Alfred! Trödel nicht so! Müde? Ja, ein bisschen schon. Aber ein echter Quack lässt die Flügel nicht hängen. Warum ruhen wir nicht einen Moment aus? Gut, zeig mir das Foto noch einmal. Scheint wirklich ein ruhiges Fleckchen zu sein. Und ob? Was für ein schrecklicher Krach! Unsere Heimat gibt es nicht mehr. Geldgeier sind das, vertreiben uns wegen einem Vergnügungspark. Das werde ich denen mein Leben lang nicht verzeihen. Es hat doch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Lass uns lieber weitergehen. Es beginnt gleich zu regnen. Hey, das ist doch Alfred. Hey, Henk, das Foto. Hey, Alfred, warte, komm sofort zurück. Oh, mein gelobtes Land. So, wollen wir weiter watscheln, Küken? Ja! Ja, die machen alles nur wegen des Geldes. Was? Ach, nichts. Ich habe nur laut gedacht. Haha, was für eine gigantische Leistung. Wir haben es gleich am ersten Tag schön hingekriegt. Fantastisch. Also los. Zeit ist Geld. Jetzt haben wir uns eine gute Musik verdient. Die dunklen Regenwolken kommen sehr schnell näher. Gleich kommt eine Straße. Ach ja? Pass bloß auf, es wird schon dunkel.
ist es noch weit bis zum Bergwerk, Henk. Die Kleinen müssen schlafen gehen. Wir sind bald da, Johann. Kopf hoch, mit aller Kraft zum Endspurt. Mann, wie das gießt! Mann, wie das gießt! Ach, Johann, er rennt schon wieder weg. Ich hole ihn schon. Hey, Alfred! Hey! Es ist nicht mehr weit. Wir haben es gleich geschafft. Ich suche eine passende Musik. Nein, etwas Erhabeneres. Alfred, du musst schön bei uns bleiben, sonst verirrst du dich. Oh. Alfred! Oh. Komm schnell, das Essen ist fertig. Ich hab keinen Hunger. Es sind alles Lieblingshäppchen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Alfred. Aber du musst wirklich etwas essen, sonst wirst du krank und musst im Bett bleiben. Und das freut niemanden, auch dein Vater und deine Mutter nicht. Jetzt mit, wir gehen essen. Hör zu, Alfred. Ich mache aus dir eine große Ente und das tue ich für deine lieben Eltern. Ja, eigentlich bin ich jetzt dein Papa und deine Mama. Henk? Aber eins kann ich dir nicht beibringen, Alfred. Das Schwimmen. Ich habe ein bisschen Angst vor Wasser. Es ist tatsächlich noch ein wenig früh. Okay, schlaf ruhig weiter. Ein Augenblick, ich komme. Wer ist da? Ich, Stibitzi. Oh, Stibitzi, was ist los? Mein Kopf. Hallo, Olli. Komm rein, ich bin gleich fertig. Was nimmst du mit, Olli?
Du meinst für Alfreds Geburtstag? Oh, ja, was denn sonst? Das ist geheim. Aber mir kannst du es doch sagen. Warum? Heute ist Alfreds Geburtstag und nicht deiner. Das bekommt er von mir. Oh, ein silbernes Löffelchen. Wie schön. Es ist schöner als schön. Du glitzerst tausendmal mehr als die Sonne. Danke, Stiebitzi. Du siehst auch schön aus. Hä? Was? Oh, ich habe nicht dich gemeint, Olli. Ich redete mit dem Löffel. Schön, dass ihr da seid. Ja! Alfred, deine Gäste sind da. Sie sind alle gekommen. Alfred hat Geburtstag, das gibt ein Geschrei. Alfred ist nun eins und nicht mehr ein Ei. Limonade kriegt ihr Schlingel und ein Krötze Creme. 7 Schokoladenkringel und ein bisschen Lehm. Findest du nicht, dass ich glitzere wie ein Stern? Wie 1000 Sterne! Wenn du mich haben willst, darfst du mich nehmen. Los, nimm mich. Ich bin dein. Spatz den Schlüssel wegnehmen, weißt du das nicht mehr? Ah, ja, ich erinnere mich. Aber der Schlüssel hat gesagt, ich dürfte ihn nehmen. Unmöglich. Ehrenwort, der Schlüssel hat es gesagt. Glaub mir, es stimmt wirklich. Nun, Stiebitzi, vielleicht kommt es daher, weil du eine geborene Elster bist. Weil ich eine Elster bin? Ja, Elstern interessieren sich für alles, was glitzert und glänzt. Das ist ganz natürlich. Bist du dir da sicher, Hank? Ganz sicher. Oh, da ist der Bus. Mein Geschenk ist angekommen. Oh, noch mehr Geschenke! Wir kommen schon. Ist der Bus ein Geschenk? Kommt alle mit. Zur Feier des Tages machen wir einen Ausflug. Wir fahren zum Schloss des Königs. Ja! Hank, wie sieht der König aus? Man sagt, dass er sehr nett ist. Wir werden ihn doch wohl sehen. Das glaube ich nun nicht, Kinder. Warum nicht? Mittwochs kommen immer sehr viele Touristen zum Schloss und ich habe gehört, dass der König dann auf die Jagd geht. Wo geht er denn auf die Jagd? In den großen Wald der königlichen Familie. Man sagt, dass der König immer ins Schwarze trifft.
Das war ein herrlicher Schuss. Leider habe ich das Wild verfehlt. Warum schießen Sie nicht, Baron? Ich pflege nicht auf Verkehrsschilder zu schießen. Verkehrsschilder? Ich dachte, das wäre ein graziler Hirsch. Meine Fantasie ist nicht so lebendig wie Ihre Majestät. Oh, armer Baron Dax. Hm? Was wird das wohl sein, Majestät? Es ist ein Hirschbock, lieber Baron. Er rührt wahrscheinlich nach einem Weibchen. Nein, Majestät, das ist nur ein Bus, der Touristen zum Schloss fährt. Es ist ein brünftiger Hirsch. Er nähert sich. Attacke! Schneller! 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 Majestät! Majestät! Welch ein Jammer! Ich habe meinen Prachthirsch verfehlt. Und das hier ist ein Gobelin von Otto dem Dritten im Kampf gegen Arthur den Wüsten 1198. Im Hintergrund sehen Sie das große Schloss von Ritterstadt. Folgen Sie mir. Nun kommen wir zu dem Denkmal Richards des Ersten, des tapfersten Ritters des Mittelalters, wie Sie zweifellos alle wissen. Folgen Sie mir. Und jetzt führe ich Sie in den Küchensaal des Königs. Folgen Sie mir. Alfred, bummle nicht wieder. In den Keller. Vorsicht, stolpern Sie nicht. Das hier ist der Kerker. So etwas haben Sie vielleicht noch nie gesehen. Aber Sie wissen schon, was es ist. Eine Guillotine, die auch noch funktioniert. Und jetzt nähern wir uns der Schatzkammer. Nun, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass hier alle Macht und Reichtum Richards des Dritten versammelt ist. Sie können jetzt einen kurzen Blick hineinwerfen. Sesam, öffne dich! Was sagen Sie dazu? Lassen Sie sich blenden! Man könnte es die größte Juwelensammlung des Jahrhunderts nennen. Die meisten dieser Juwelen stammen aus der Zeit der Kreuzfahrer. Anfang des 14. Jahrhunderts also. Aber das wertvollste von allem ist das Kronjuwel dort. Das ist der teuerste Edelstein dieses Planeten. Diese ständig wachsamen Augen der schwer bewaffneten Leibwache des Königs bewachen ihn Tag und Nacht. Ich bitte Sie, den Rubin nicht zu berühren. Wer es trotzdem tut, wird vom König persönlich schwer bestraft. Bitte folgen Sie mir. So ist es gut. Bitte weitergehen. Unten an unserem Andenkenstand können Sie eine Broschüre mit verschiedenen Geschichten über den König Und das ist die Badewanne, die der König nur benutzt, um ein Limonadenbad zu nehmen.
Das Baden in Limonade ist ein alter Brauch der königlichen Familie, der auf Hansuba den Zweiten zurückgeht. Stibitzi! Der wissenständig Rückenschmerzen hatte. Folgen Sie mir. Oh Gott, das Kronjuwel ist gestohlen. Das Kronjuwel ist gestohlen. Oh Gott, der Kronjuwel ist gestohlen. Der Kronjuwel ist weg! Oh Gott, der Kronjuwel ist weg. Der Kronjuwel ist gestohlen. Gestohlen? Schließ das Tor! Der Rubin wurde gestohlen! Oh, welche Katastrophe! Eine Krisensituation, meine Herren! Zieht die Wolke hoch und lasst bloß niemanden aus dem Schloss heraus! Schau dich traurig, dann tut ihm alles weh. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Das war es für heute, es hat mich gefreut. Bis zum nächsten Treffen.